Wenn dich das Thema Ahnenheilung interessiert, dann bist du hier richtig. In diesem Video beantworte ich häufig gestellte Fragen. Gleich nach dem Intro. Bleib doch dran. Ja, heute geht es ums Thema Ahnenheilung. Und da werden immer etwa die gleichen Fragen gestellt. Und heute will ich die mal beantworten. Also ich werde folgende Fragen beantworten. Was ist überhaupt Ahnenheilung? Wie geht Ahnenheilung vor sich? Also einfach die Version, die ich anbiete. Es gibt natürlich auch noch andere. Welche Auswirkungen hat die Ahnenheilung? Wirkt die Ahnenheilung auch auf meine Kinder? Und sind nach einer Ahnenheilung alle meine Belastungen, was die Ahnen betrifft, gelöst? Und dann habe ich noch ein paar Rückmeldungen von Klientinnen. Und dann die letzte Frage, woher weiß ich, dass Ahnenheilung für mich überhaupt das Richtige ist? Gut, beginnen wir mit der ersten Frage. Ahnen sind ja nichts anderes als unsere Vorfahren. Das fängt natürlich bei unserer Mutter, unserem Vater an und geht dann weit zurück. Und genauso wie von Generation zu Generation Gene übertragen werden, können auch Themen und Belastungen von Generation zu Generation weitergetragen werden. Aber nur dann natürlich, wenn sie nicht gelöst werden. Und das Gleiche tun wir natürlich auch bei unseren Kindern. Alles, was wir nicht lösen, geben wir an unsere Kinder weiter. Und diese müssen das dann später lösen oder sie geben es auch wieder weiter. Und diesen Kreislauf, sage ich jetzt mal, kann man unterbrechen, eben mit der Ahnenheilung. Weil es geht dann darum, dass man diese Ahnenheilung, also diese Ahnenreihen, eben mütterlichen und väterlicherseits, heilt diese Belastungen und dass man eben die Anteile, die man übernommen hat, dass man die zurückgeben kann und dass man auch, dass auch die Anteile, die von unseren Eltern übernommen wurden, zu uns zurückgegeben werden. Das führt einerseits zur Heilung dieser Ahnenreihen und natürlich auch ein Stück weit zur Heilung von uns selbst, was uns wieder mehr zu uns selbst bringt. Also wenn du bei mir eine Ahnenheilung buchst, dann führe ich dich in einen Heilungsraum, wo wir deinen Ahnen begegnen. Es gibt drei Sitzungen bei mir. Wir arbeiten mit der Ahnenreihe von deiner Mutter und dann mit der Ahnenreihe deines Vaters, beziehungsweise einfach mit der Ahnenreihe zuerst, die mehr belastet ist. Das wirst du dann schon spüren. Und am Schluss einfach dann noch mit der kompletten Ahnenreihe. Das heißt, in jeder Sitzung wirst du dann spüren und vielleicht auch sehen, wenn das ein Kanal von dir ist, wie die Ahnenreihe aussieht, wie sich das anfühlt. Und natürlich bist du in diesem Prozess nicht allein, weil ich schaue da ja gleichzeitig auch und fühle auch. Und bei mir ist es vor allem der Kanal des Fühlens, der ausgeprägt ist. Ich mache sehr viel über das Fühlen. Und dann werden wir einfach, also ich werde dann mit meinen Heiltechniken diese Ahnenreihe reinigen, kann man sagen, eben von all diesen Belastungen, die da sind. Und in einem nächsten Schritt kannst du dann all die Anteile zurückgeben, die nicht zu dir gehören, die du übernommen hast. Und genauso erhältst du all deine Anteile zurück, die von anderen übernommen wurden, von deinen Ahnen, von deinen Eltern, und die erhältst du dann auch zurück. Und dann eben in der dritten Sitzung, dann nehmen wir die väterliche und mütterliche Ahnenreihe zusammen und auch noch alle ungewollten Schwangerschaften, abgebrochenen Schwangerschaften, getöteten Menschen, alle, die verleugnet wurden und so weiter, nehmen wir dann auch noch dazu. Und dann, Schluss ist es so, dass du dich wirklich frei fühlst von den Belastungen deiner Ahnen. Das ist eigentlich schlussendlich das Ziel. Und das wir immer erreichen und auch erreichen wollen, dass du dich dann frei fühlst von diesen Themen. Ja, was bewirkt nun die Ahnenheilung?
Natürlich einerseits bewegt das Heilung bei deinen Ahnen selbst und dafür sind sie dir natürlich sehr dankbar. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich Heilung für dich. Und das passiert ja, indem du eben die Anteile zurückgeben kannst und du deine Anteile zurückerhältst. So wirst du immer mehr ganz, du kommst wieder mehr zu dir, du spürst dich besser, spürst auch besser, was du brauchst. Und ja, meine Klienten, Klientinnen berichten auch, dass sich die Beziehungen dann verbessern zu den Eltern. Ja, die Ahnenheilung wirkt auch auf deine Kinder. Oder da wir ja die Ahnenreihe befreit haben, ist natürlich auch diese Ahnenreihe für deine Kinder befreit. Und immer wenn du etwas für dich tust, also wenn du deine Themen selbst löst, müssen dann deine Kinder dies nicht für dich tun. Du machst das also auch für deine Kinder und eigentlich schlussendlich auch für deine nächste oder die nächsten Generationen. Wenn du diese drei Ahnenheilsitzungen bei mir durchläufst, sind dann alle Belastungen aus den Ahnenreihen gelöst. Da kann man ein freudvolles und kurzes Ja sagen. Es ist auch immer schön für mich mitzuerleben, wie viel Liebe zwischen den Eltern und ihren Kindern, also den Klientinnen, dann fließen kann auf diesen inneren Ebenen. Und so kann sich das eben auch dann in den äußeren Beziehungen ändern. Ich habe schon verschiedene Rückmeldungen von meinen Klienten, Klientinnen erhalten, was die Ahnenheilung betrifft. Und ich möchte einfach da zwei herausnehmen und die euch vorlesen. Die eine ist von Oli. Er schreibt, ich habe die drei Sitzungen beim lieben Paul in Anspruch genommen und kann dies wirklich jedem wärmstens empfehlen, der sich dafür interessiert. Die liebevolle Art von Paul begleitet einen wirklich sehr sanft und behutsam ins Innerste von einem und hilft dabei, die unbewussten Wunden unserer Vorfahren anzuschauen. Vielen lieben Dank dir, Paul, für dein Sein und diese Möglichkeit. Und dann noch eine andere von Christine. Die Arbeit der Ahnenheilung bei Paul in drei Terminen hat eine tiefgreifende Transformation bei mir ausgelöst. Ich habe schon viel an den verhärteten Strukturen meiner Ahnen gearbeitet. Diesmal kam es zum erlösenden Durchbruch. Ich habe die Führung von Paul sehr angenehm, einfühlsam und sicher erlebt und wurde selbst immer leichter, befreiter. Und das Wichtigste, ein ganz neuer Kontakt zu meinen Ahnen ist entstanden. Gegenseitiger Respekt und ein Liebesfluss entstand, der mich stärkt und mir erlaubt, in Freiheit meinen Weg zu gehen. Bin sehr dankbar für diese wertvolle Arbeit. Sehr empfehlenswert. Ja, da ist etwas sehr Schönes, was sie sagt mit diesem Thema Freiheit. Weil das ist ja das Ziel dieser Ahnenheilung, dass du dich nachher wirklich frei fühlst. Ja. Woher weißt du nun, ob Ahnenheilung für dich das Richtige ist? Vielleicht ist es ja so, dass dir das Thema einfach immer wieder über den Weg läuft. Du immer wieder an das herankommst, es immer wieder in dein Feld kommt. Und dann ist es vermutlich richtig, dass du das mal angehst. Du wirst dann einfach den Impuls verspüren, das zu tun. Oder es kann sein, dass du immer wieder Konflikte hast mit deinen Eltern und du möchtest diese gerne lösen, aber äußerlich kannst du sie nicht lösen. Ahnenheilung wäre da eine Möglichkeit, dies zu tun. Dann spüre mal nach, ob das für dich das Richtige sein könnte. Oder wenn du zum Beispiel eine schwierige Kindheit hattest und du möchtest dich auch mit deinen Eltern endlich mal versöhnen und nicht mehr das Ganze nachtragen, dann kann das auch eine sehr gute Möglichkeit sein, diese Ahnenheilung durchzuführen. Und das geht natürlich auch, wenn sie schon gestorben sind. Und eine andere Möglichkeit ist noch zum Beispiel, wenn jetzt Krankheiten von einer Generation zur nächsten immer weitergegeben werden, dann kann das auch eben ein Hinweis sein,
dass Themen sich einfach so auf der körperlichen Ebene zeigen. Und dann wäre auch gut, eine Ahnenheilung zu machen. Oder du spürst vielleicht, ja, bei deinen schon erwachsenen Kindern, dass die ähnliche Verhaltensweisen, wie du selbst hast, zeigen und du bist darüber nicht glücklich, oder? Sie schlagen sich mit den gleichen Themen herum. Das ist eben auch ein Hinweis, dass sie deine Themen übernommen haben, weil du sie noch nicht gelöst hast, ja. Und ja, natürlich gibt es sicher noch andere Gründe. Wenn dir jetzt nach diesem Video immer noch nicht klar ist, ob Ahnenheilung für dich das Richtige ist, kannst du mich auch gerne anschreiben und deine Situation schildern oder du rufst mich am besten direkt an. Dann können wir das am Telefon besprechen, ob das für dich das Richtige wäre oder ob es besser wäre, eine andere Form der Heilung, ja, zu verwenden. Ja, und zum Schluss noch eine freudige Nachricht. Bis Ende November gebe ich dir auf eine Ahnenheilungssitzung 30% Rabatt. Einfach, wenn du das buchen willst, gibst du dort bei Rabatt diesen Code Ahnenheilung ein und dann wird es direkt abgezogen. Und dann, wenn du das gebucht hast, würde ich mich dann bei dir melden für einen ersten Termin. Genau. Ja, ich hoffe, du konntest mit diesem Video etwas anfangen. Und wenn es für dich stimmt, so eine Ahnenheilung zu machen, würde es mich natürlich freuen, dich da begleiten zu dürfen. Wünsche dir alles Gute und bis zum nächsten Video. Namaste.